Ich lese. Das Solinger Tageblatt von Mittwoch, dem 20. November 2019. Und ich lese vor: Merkel, Afrika braucht uns. Und das ist ein Zitat. Und die sind nicht in der Lage, richtige Zitate zu schreiben. Es ist keine schöne Zeitung. Ich sage es direkt: Das Solinger Tageblatt ist keine schöne Zeitung. Es wird Merkel zitiert. Und die sind nicht mal mehr in der Lage, ein Zitat deutlich zu machen. Also, ich zeige es gerade in die Kamera. Ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Merkel, Afrika braucht uns. Berlin, Kanzlerin Angela Merkel hat afrikanische Länder zur Fortsetzung ihres Kurses für mehr Rechtsstaatlichkeit und ein transparentes Finanz- und Steuersystem ermuntert. Mehr Transparenz werde auch mehr deutsche Investitionen bringen, sagt Merkel bei einer Investorenkonferenz im Rahmen der G20-Initiative Compact with Africa in Berlin. Was da Anführungsstriche zu suchen haben, weiß kein Schwein. Das ist ein Name, den muss man nicht in Anführungsstrichen setzen. Compact with Africa. Zitate schon. Ihr seid so dermaßen einfach nur Legasthenie-Peter. Es ist unmöglich, eure Zeitung zu lesen. Die Initiative wird wesentlich von Deutschland vorangetrieben, aber auch von der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds getragen. Afrika mit seinen mehr als 50 Staaten komme bei der Lösung globaler Fragen eine wichtige Rolle zu, sagt Merkel. So, die Zeitung ist unmöglich und ich höre hier schon wieder auf. Tschüss.